Heute möchten wir mal wieder ein paar neue Produkte ausprobieren. Die sind wie immer gar nicht neu, aber ich habe sie mir hier alle mal bereitgelegt in ein kleines Kästchen, weil ich sie eigentlich schon lange mal mit euch ausprobieren wollte. Falls ihr wissen wollt, welche Produkte das sind und ja, wie es hier alles so weitergeht, dann würde ich sagen, bleibt jetzt dran. Also ich habe mir vor einiger Zeit mal ein paar Produkte gekauft. Ich habe auch mal ein bisschen was von euch zugeschickt bekommen und habe hier einfach mal so ein bisschen was gesammelt. Ich bin Fan davon geworden, nicht allzu viele Produkte auf einmal vorzustellen, weil ich immer glaube, dass es auch nicht nötig ist, weil ich bin dann immer überfordert und das Video wird dann immer viel zu lang. Starten wir mal mit einem Produkt von NYX und zwar eine Color Correcting Palette. Ich sage ja immer wieder, dass ich eine Color Correcting Palette suche, die ihr auch nachkaufen könnt, weil meistens ist es so, dass die Color Correcting Paletten, die ich kaufe oder Produkte, die ich kaufe, dann plötzlich aus dem Sortiment genommen werden. Und diese Palette hier kann man aber, weiß ich, auf jeden Fall bei Amazon kaufen. Sonst haben die Paletten meist so drei oder vier Farben. Wir haben hier eine Farbe zum Correcten von roten Stellen. Das ist eine Farbe, die lässt sich sehr gut zum Beispiel auf bräunlicherem oder sowas anwenden. Ihr müsst immer denken, die Komplementärfarbe oder wenn ihr so lila Äderchen habt oder sowas. Diese beiden Farben hier lassen sich wunderbar zum Correcten von Augenringen oder so einfach Schatten verwenden. Das ist eine Farbe zum Aufhellen, wenn ihr jetzt einfach so bräunliche Stellen habt. Und das ist eine Farbe, die könnte man fast schon zum Konturieren verwenden, aber man kann sie einfach auch oben drauf setzen auf Pickel, wenn man eben das Color Correcting gemacht hat. Und ich würde jetzt mal meinen kleinen Spachtel hier nehmen und ich fange meistens an mit meinen Rötungen, die einmal abzudecken. Es ist relativ weich. Aber ich glaube trotzdem auch irgendwie fest. Also bin ich mal gespannt, wie das so ist. Ich glaube, die Palette hat so 7 bis 10 Euro gekostet. Also ist jetzt nicht ganz günstig, aber wenn sie gut ist. Also ich finde, die Farbe ist schon sehr blau. Hier im Fändchen wirkt sie ein bisschen türkiser. Aber ich finde, kann es natürlich auch sein, weil ich mein Shirt hier im Vergleich habe. Ich finde, dass die Farbe sehr, sehr blau aussieht. Ich finde auch, dass sie nicht so gut abdeckt. Aber wir wollen mal sehen, wie das dann ist, wenn ich mein Make-up drauf gemacht habe. Und jetzt nehme ich eine Farbe zum Correcten meiner Schatten hier. Und ich nehme immer gerne so eine etwas hellere Farbe. Und dann nehme ich einfach denselben Pinsel und trage es mir hier auf. Wenn ihr Videos sehen wollt zum Color Correcten, ich habe mal ein Video gemacht, wie man Rötungen abdecken kann. Ich habe schon mal ein Video gemacht, wie man ja, seine Tränensäcke respektive eigentlich dann auch Augenringe wegschminken kann. Schaut da gerne mal auf meinem Kanal nach. Also die Farbe gefällt mir sehr gut. Man kann jetzt wirklich kaum noch Augenschatten sehen. Das sind ja bei mir hier, wie gesagt, die Tränensäcke. Das sieht man, wenn ich so schaue, noch ein bisschen mehr. Aber ich finde, so lässt sich es eigentlich ganz gut unterbringen. Lässt sich auch sehr leicht verarbeiten, weil es so ein bisschen weicher ist. Eigentlich bin ich zwar eher ein bisschen ein Fan mehr davon, wenn es ein bisschen fester ist, weil ich dann auch das Gefühl habe, dass es einfach besser sticky so ist. Also die helle Farbe gefällt mir gut. Dieses Grün hier, ich weiß nicht. Mal gucken. Mal gucken, wie sich es mit Foundation verhält. Gut, also meine Foundation ist drauf. Ich habe auch schon Concealer aufgetragen und abgepudert. Und also beim Auftragen der Foundation habe ich tatsächlich gemerkt, dass ich schon mehr gebraucht habe, um es hier abzudecken. Ich bin jetzt mal gespannt, wie sich das verhält. Also bisher, diese grüne Farbe, wie gesagt, ist nicht unbedingt mein Favorite. Aber die hier ist wirklich toll. Also die erfüllt wirklich auf jeden Fall ihren Zweck. Jetzt habe ich mich ganz kurz dazu entschlossen, für mein Gesicht auch noch ein neues Produkt für euch, mit euch auszuprobieren. Und zwar habe ich hier in einem Adventskalender so eine 11 Mini-Palette gehabt, eine Face Duo. Und tupfe mir das erstmal hier rauf und dann blende ich es aus. Oh wow, finde ich mega, mega schön. Super, super schön. Ich habe gedacht, dass er wirklich sehr dunkel ist, dass er auch sehr aufträgt. Aber man kann es wirklich, ich zeige es euch jetzt mal an der anderen Seite, man kann es wirklich ganz dezent und leicht auftragen. Könnt ihr das sehen? Mega natürlich. Kann ich mir auch gut vorstellen, so als All-Over-Finishing-Puder. Aber wenn ich jetzt nochmal reingehe, dann wird es immer ein kleines bisschen mehr. Und es sieht einfach total natürlich und schön aus. Hätte ich nicht gedacht. Also ich weiß gar nicht, wie viele Elf-Produkte ich bisher ausprobiert habe, aber nicht viele. So viel kann ich auf jeden Fall sagen. Jetzt gehen wir mal in den Blush. Ist auf jeden Fall sehr pudrig. Schaut mal, ist alles auch auf meine Hand gegangen, aber es macht nichts. Und den trage ich mir, oh, direkt da drauf auf. Schön. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der so hochpigmentiert ist. Auf der anderen Seite, bei der Pudrigkeit hätte ich es mir vielleicht denken können. Aber ich finde, dass er nicht so nach mega viel Farbe aussieht. Aber gefällt mir auch richtig gut und geht wahnsinnig schön auch auf die Haut.
Sieht ganz natürlich aus, hat nicht so richtig einen Glow, aber ist auch nicht so mega mattierend. Genau richtig. Finde ich schön. Sieht auch ganz natürlich aus durch diese Farbe, weil es eben auch nicht so rosa ist und meine warme Gesichtshaut auch schön nochmal einfach hervorhebt. Wow. Könnte man jetzt auch fast den Bronzer weglassen, oder? Weiter geht's mit 11. Und zwar habe ich hier diese ups, süße kleine Palette geschickt bekommen von jemandem von euch. Vielen Dank nochmal. Und diese Paletten waren, boah, ich glaube, vorletztes Jahr kamen die raus. Und die ging voll durch die Decke. Die Mint Melt Palette. Das war so eine ganze Collection. Ich habe hier auch noch ein bisschen mehr davon. Mal gucken, was ich alles verwenden werde. Aber auf jeden Fall wollen wir jetzt mal die Lidschattenpalette hier ausprobieren. Ich bin eher eigentlich ein bisschen der Fan davon, wenn ich jetzt so grün oder blau trage, dass ich auch mehr ins Braune gehe. Aber wir probieren es jetzt trotzdem mal aus. Also ich nehme mir zuerst diese Farbe hier auf. Ich habe meine Base übrigens schon aufgetragen und fixiert. Und die trage ich mir mal so als Transition Shade oder zumindest, ja, bereite ich hier mein Augenlid einmal einfach vor. Dann gehen wir direkt mal hier in die dunkle Farbe. Ich gehe da mit einem etwas kleineren Blendepinsel rein. Ist so ein schönes, dunkles, kühles Grün irgendwie, türkis. Auf dem Auge sieht sie nochmal anders aus, finde ich, oder? Tupfe ich mir einmal hier hinten drauf. Dann tupfe ich mir auch ein bisschen von dem Produkt so in die Lidfalte rein. Und dann versuche ich das mal. Nee, dann nehme ich mir den Pinsel von davor und blende das schön aus. Jetzt nehme ich mir mal noch so einen abgeschrägten Eyeliner-Pinsel und gehe nochmal hier in die Farbe rein. Nehme sie gut auf und setze sie mir in den Wimpernkranz rein und ziehe sie mir auch noch mal ein bisschen hier hoch und setze sie mir auch am unteren Wimpernkranz auf, um das hier noch mal ein bisschen mehr zu vertiefen. Könnt ihr das sehen? Das macht das noch mal so ein bisschen, lässt das Auge noch mal so ein bisschen betonen, betont das Auge noch mal ein bisschen und man findet dadurch auch hier hinten einen guten Abschluss. Das mache ich deswegen ganz gerne. Könnte man fast schon so lassen, ne? Aber kommt ja gar nicht in die Tüte. Wir wollen jetzt natürlich auch noch diese Farbe hier ausprobieren. Ist ein bisschen grober, als ich gedacht habe. Und ist ein Statement. Ist wahrscheinlich echt kein Look, mit dem ich in den Alltag gehen würde. Aber ich finde es ganz schön. Und die Farbe hier, die sieht ganz, ganz toll aus, weil die, die hat noch so einen leichten blauen Schimmer dabei. Und ist auch ein bisschen wie so ein Topper. Schaut mal. Könnte ich mir auch so separat über einen anderen Look einfach, also quasi über einen braunen Look oder so, einfach so ein bisschen drüber getupft, ganz gut vorstellen. Ich nehme es jetzt hier mal als Inner Corner Highlight und ziehe es mir dann auch ein bisschen hier noch mit aufs Augenlid. Auf dem Auge, finde ich, unterscheiden sich die Farben nicht so doll. Ja, ich hätte hier auch noch so einen Eyeshadow-Stift, aber ich bin immer nicht so der Fan davon. Wisst ihr warum? Weil die bei mir durch meine fettigen Augenlider und dieses Schlupflid kriechen die immer so überall dann hin. Wie finden wir es? Ich glaube, ich brauche auf jeden Fall noch Mascara. Als ich so meine andere Seite gemacht habe, ihr könnt vielleicht auch den Unterschied sehen, ist mir noch eingefallen, dass ich diesen Calligraphy Artist Eyeliner von Matt Liner von Catrice noch gar nicht ausprobiert habe. Also ich habe den schon mal in einer anderen Farbe ausprobiert und ich fand die so toll, dass ich mir dieses dunkle Grün hier auch noch geholt habe. Und damit habe ich einfach meinen Lidstrich hier oben gemacht. Also ich habe das einmal ganz hinten schön in die Wimpern eingearbeitet und dann gehe ich immer so gar nicht weit nach vorne, sondern so zwei Drittel und lasse es dann immer dünner werden. Und dann habe ich mir noch einen Mini-Wing gezogen. Naja, so ein Mini ist er gar nicht. Und ich finde, das verleiht dem Ganzen noch mal ein bisschen mehr Tiefe und Ausdruckskraft dem Auge. Off-Topic heißt die Farbe übrigens, 030. Und dann gehe ich immer, eigentlich immer wirklich, mit einem schwarzen Kajal und mal meine obere Wasserlinie an. Also das mache ich wirklich jeden Tag, weil es einfach die Wimpern schön verdichtet. Und heute habe ich das auch unten gemacht, aber nur ganz leicht. Also ich gehe da wirklich nur einmal kurz rein. Rein, gar nicht so deckend. Und so kann ich meinem Auge wieder Tiefe verleihen, weil ich finde manchmal bei diesen hellen grünen oder blauen Looks, dass mein Auge einfach an Tiefe verliert. Und so finde ich das eigentlich schon mal besser. Gut, weiter geht's
mit zwei Mascaren. Die hier ist wahrscheinlich sogar schon ausgetrocknet, so lange liegt die bei mir rum. Das ist von Sephora, eine nicht wasserfeste Mascara. Und dann habe ich die Get Big Lashes Volume Boost Mascara in Waterproof von Essence. Die liegt schon auch ein bisschen bei mir rum, aber noch nicht so lange. Und ich finde tatsächlich, dass Essence-Mascaren einfach echt gut sind. Jetzt schauen wir uns mal. Oh, wow. Das verspricht auf jeden Fall viel Volume. Und genau, Waterproof Mascara, Smudgeproof. Einmal Curly Curly. Curl, curl, curl. Dann trage ich immer, das mache ich jetzt tatsächlich jeden Tag im Alltag oder auch so, wenn ich mich schminke, immer eine Schicht wasserfeste Mascara, weil die wirklich dafür sorgt, dass meine eher gerade gewachsenen Wimpern einfach nach oben schön stehen. Ich finde aber, dass sie meine Wimpern nicht so schön hochhält. Das ist ja ein bisschen schade. Okay, also, ich komme mal ganz, ganz nah ran. Also, ich finde, dass sie Volumen schenkt, vor allem am Wimpernansatz. Ich muss aber sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Also, ich finde, dass es nicht so krass ist wie andere Mascaren von Essence, vor allem nicht wie andere Mascaren, die ich total gerne verwende. Das sind jetzt tatsächlich auch vier Schichten und ich hatte das Gefühl, dass einfach wirklich nicht so viel Produkt drankommt. Auf der anderen Seite trage ich jetzt mal eine Schicht von der wasserfesten auf. Und jetzt möchte ich diese Sephora-Geschichte hier auch ausprobieren. Das ist eine kleine Größe, ne, wie man sehen kann. Und ich bin wirklich total gespannt, ob die überhaupt noch was macht. Die hat auf jeden Fall ein sehr interessantes Bürstchen. Das ist eher ein Silikonbürstchen und ich vermute, dass sie auch sehr viel Produkt abgibt. Und ich glaube, ich habe hier jetzt schon mehr Volumen als auf der anderen Seite. Schaut mal, ich habe hier gerade mal eine Schicht aufgetragen auf der Seite und ist im Unterschied jetzt schon ganz schön krass, oder? Also die gefällt mir viel besser, die von Sephora. Sephora. Ich zeige euch nochmal so den Unterschied. Ich habe auch das Gefühl, dass ich hier meine Wimpern besser nach oben gebogen habe. Also ich glaube, da kann die wasserfeste Mascara jetzt nichts für. Das war User Error. Also, nochmal ein Fazit. Ich finde, dass diese Mascara die Wimpern schön aufbaut irgendwie. Also es sieht aus, als hätte ich mehr Wimpern auf der Seite als auf der. Aber trotzdem hätte ich mir einfach gewünscht, dass es das Volumen auch mehr macht. Wisst ihr, dass einfach mehr Produkt dran bleibt. Weil ich finde, jetzt, wo ich eine davon noch mit aufgetragen habe, sieht es wesentlich schöner aus. Ich finde jetzt sogar, dass es hier schöner aussieht als da. Doller irgendwie. Also sprich, ein paar Schichten davon und einfach nur eine davon obendrauf ist, glaube ich, echt eine ganz schöne Geschichte. Und dann habe ich noch von NYX Professional Make-up so einen Stift. Zwei Seiten hat der. Und zwar hat der eine Seite, die ist eher so matt. Damit kann man sich zum Beispiel das untere Augenlid sehr gut anmalen. Also den unteren Wimpern, die untere Wasserlinie so. Und ich glaube auch, dass das eine sehr schöne Alternative ist zu meinem von Averde, den ich normalerweise verwende, aber den man ja nicht mehr nachkaufen kann. Und man kann damit auch sehr schön hier oben das einmal aufhellen, also unter der Augenbraue. Und die andere Seite, die ist nämlich so leicht glänzend. Und damit können wir einfach nochmal so ein Highlight setzen. Schaut mal, ich habe euch beide mal hier geswatcht. Also wir haben hier einmal diese matte Seite und hier haben wir die Highlight-Seite. Und ich werde das jetzt mal ausprobieren, tatsächlich einfach auch so übereinander. Das Schöne ist, dass es so ganz dünne Strichelchen natürlich macht, dadurch, dass es ja ein Stift ist. Aber das Unpraktische ist, dass man das nicht so gut verblenden kann dadurch, ne? Glaube ich zumindest. Wir können ja mal gucken, wie sich das macht, wenn wir noch. Doch, mit einem festgebundenen Pinsel lässt es sich auch ganz schön verblenden. Finde ich super. Finde ich echt schön. Schaut mal den Unterschied. Hier ist es mehr geliftet als da. Und auch nochmal irgendwie anders abgegrenzt sozusagen. Also die matte Seite werde ich auf jeden Fall für meine Wasserlinie verwenden. Aber ich finde das echt schön hier mit dem Stift. Man kann natürlich auch einfach den Highlighter verwenden. So mache ich es ja normalerweise auch, dass ich mir einfach so einen Pinsel nehme und dann mir den Highlighter hier aufgebe. Aber ich finde das so auch ganz schön. Jetzt habe ich noch zwei Lippenprodukte. Und dann ist mein Kästchen auch schon leer. Vielleicht. Also der hier gehört mit in die Collection von e.l.f. Das ist der Mint Melt Lip Plumping Gloss. So sieht er aus. Also hat so schöne Schimmer-Glitzerpartikel mit drin. Und dann habe ich hier von NYX so einen
Shine Loud Life Goals. Da haben wir auf der einen Seite so wie ein Liquid Lipstick. Das wird also dann sehr, sehr fest und trocken. Und auf der anderen Seite ist nochmal ein Gloss, den man da drüber geben kann. Und ich habe das schon mal ausprobiert mit einer anderen Farbe. Und das war einfach so schön. Und ich bin Fan davon geworden, meinen Liquid Lipstick mit einem Lippenpinsel aufzutragen. So, das lassen wir jetzt erstmal ein bisschen trocknen. Ich finde, dass die beiden Farben, ohne mein T-Shirt, glaube ich, würden sie ganz gut zusammenpassen. Aber ansonsten finde ich es eigentlich fast ein bisschen viel. Es klebt jetzt gerade noch einen Moment. Ich werde noch schnell die Katzen füttern und dann sehen wir uns einfach gleich wieder. Gut, also er ist jetzt fast fest. Und jetzt werde ich noch die andere Seite mit auftragen. Das ist so ein Gloss, den man eben einfach oben drüber aufträgt. Und das hält tatsächlich auch ziemlich lang. Und ich will den, glaube ich, auch trotzdem noch oben drauf auftragen. Mal gucken, wie das wird. Ich glaube, dass der einfach das Ganze nochmal schön hervorhebt, so einen Halo-Effekt macht. Deswegen gebe ich es mir mal nur in die Mitte auf. Riecht irgendwie total süß. Ein bisschen so nach Minze. Aber so nach süßer Minze halt. Oh, schaut mal. Seht ihr das? Dass das so diesen ganz leichten Halo-Schein macht? Sieht schön aus. Und lässt es optisch auch wieder sehr schön so zusammenkommen. Ich würde tatsächlich auch diesen Gloss nur so als Topper in die Mitte aufsetzen. Ich würde ihn, glaube ich, auch nicht auf meine normalen Lippen geben, weil meine Lippen sind ja eher rötlich. Und wenn ich jetzt hier so was bläulich-grünliches drauf gebe, dann wird es ja irgendwie neutralisiert. Deswegen, glaube ich, würde ich das nicht machen. Aber das ist jetzt eigentlich der fertige Look. Schreibt mir unten in die Kommentare gern, welche Produkte ihr davon habt, welche ihr immer mal ausprobieren wolltet oder wie auch immer. Ich glaube tatsächlich, das war eine Limited Edition. Die kann man nicht mehr unbedingt kaufen. Weiß ich aber auch nicht genau. Ich bin überrascht von den 11 Produkten, wie gut sie doch Tatsache sind. Vor allem auch der Highlighter, den finde ich wirklich eigentlich am allerschönsten. Und jetzt bedanke ich mich wieder ganz doll bei euch fürs treue Zuschauen bis hierhin. Lasst dem Video gerne auch ein paar Likes da, denn das hilft mir und meinem Kanal und natürlich auch uns allen als Community weiter, immer mehr Reichweite zu generieren. Und ansonsten freue ich mich jetzt schon wieder ganz doll aufs nächste Video mit euch. Und bis dahin sage ich wie immer, bis bald. Bye, bye. Oh, ein bisschen Plumpen tut er auch, merke ich jetzt gerade. Ist ja auch ein Plumping Lip Gloss. Macht Sinn.